So, da sind wir. Weiter geht es mit Tschernobylit. Ne? Tschernobylit. Ja, wir haben uns so blöd angestellt und deswegen gehen wir jetzt schlafen. So. Sag mal, konnte der Dings, der Olivier... denn schon wieder? Olivia? Was treibt sich denn wieder rum, ey? Oh, jetzt bist du hier, ne? Игорь! Привет! Привет! Ты что-то хотел? Я думал о секретах. Каких-то конкретных секретах? Ты знал, что результаты медицинских исследований... после бомбежки Японии были засекречены. О, ты всегда знаешь, как начать день на веселой ноте. А вообще это неудивительно. Мне об этом рассказал один американский дипломат. По его словам, армия США была в шоке, узнав о том, какие последствия вызывают радиоактивные осадки. Они же в Манхэттенский проект вбухали больше 20 миллиардов долларов. После такой... выдающиеся победы. Они не могли рассказать общественности о заражении. Даже американские солдаты, которые помогали японцам отстраивать города, начали болеть. Так что власти конфисковали всю медицинскую документацию, как японскую, так и американскую, и засекретили ее. Печально. Главным преступлением ядерных держав перед своими гражданами было то, что они не признались, что длительное воздействие даже низких уровней радиации может быть опаснее, чем высокая доза, полученная за короткий промежуток времени. Да, такие секреты убивают людей. Да, я хотел только тренировать. Слушай, может, поучишь меня? Ну, я с радостью. Это уже fertig, ne? Perfekte Schleichen, drei Fähigkeiten. Genau, da, das wollte ich machen. Ich habe nur zwei Punkte, was? Nein. Machen wir als nächstes. Als nächstes machen wir das. Как скажешь, Босс. Okay. Ich bin der Boss. Dann gehen wir jetzt schlafen. Einfach schneller reingesprintet. Ins Bett rein. Okay, ein Punkt. Der nächste Punkt geht direkt zum... perfekte Schleichen. Nein, das will ich alles nicht. Will ich alles nicht. Geht's mal hoch. Игорь, есть минутка? Я тут пообщался по радиосвязи с моим деловым партнером. И что? Как оно? Он по уши в дерьме. Нар села ему на хвост. Но тут удивляться нечему. Если ты грабишь богатую нар и раздаешь бедному себе, да? Ну, теперь ясно, что у вас за бизнес. Ты к словам не цепляйся, а просто проверь, как он там, ладно? Он прячется где-то возле порта Припяти. А, Припять, окей. Das ist, gehört auch dann... Ah, lass mal gucken. Jetzt haben wir drei Missionen, ne? Alte Freund, das und das. Also das machen wir auf jeden Fall, genau. Dann, das hier, das macht der Olivier. Das. Wir können auch die Hauptmission machen. Ich will die doch machen. Deswegen machst du das ja. Du kannst mal zu Hause bleiben. Okay.
Wir starten einfach, ne? Ich will zu Olga. Это Ольга. Похоже, она там всем заправляет. Железная женщина. А все эти самоселы, говорят, вместе можно и море осушить. А можно ли вместе отыскать давно утраченную любовь? So. Sind wir jetzt woanders? Ja, immer noch da, ne? Sollen wir hier durch? Geh mal geradeaus erstmal. Was? Jetzt schon? Nein! Warum? Was? Ich wollte weglaufen. Sie direkt am Anfang schon? Was hat er mir gemacht? Meine Psyche, ne? Alter, ey. Ich will einfach nur zu Olga jetzt. Immer so. Ach, da ist er schon, ne? Ah. Das geht auch viel einfacher. Anstatt da mit den Viechern zu kämpfen. So, hier war das einmal rum. Ja, das haben wir jetzt aber alles gehört. Deswegen weg. Ну, привет. Слышал ты... Никогда таких не слышал. Похоже... Чё? Okay. Если тебе бы то... Рентн спас. Со, das außerhalb der Basis. Okay. Mit Olga sprechen. Профессор Хименюк, полагаю. Das haben wir auch alles gehört, deswegen machen wir das jetzt mal auf die Frage nach dem Dorf. Das haben wir schon alles gehört jetzt, ne? Ende das Gespräch. Hm, ich werde dir helfen. Хочешь, чтобы я и припасы вернул? Само собой. Okay. Jetzt war das da hinten, ne? Da, wo wir jetzt gestorben sind. Oh, da müssen wir wieder hin, ne? Können wir jetzt mal von hier oben, ne? Sind wir von hier irgendwie hochgekommen? Jetzt gehen wir mal von da oben und dann vielleicht so rum. So, erstmal raus hier. Okay, war ein kurzes Gespräch. Tschö. Machst du mal die Tür auf? Stehen da überall, Aber das sind so, Das ist bestimmt wieder so eine, so eine Geistergeschichte. Ich will erstmal gucken, dass ich die Mission schaffe. Nicht so da durch, irgendwie, unbemerkt. Ja.
waren jetzt da in dieses Häuschen, ne? Und ich wollte mich einfach dahinter schleichen. Das geht ja gar nicht, ne? Toll. Ist das hier offen? Okay, vorsichtig. Noch vorsichtiger. Помни, что время на нашей стороне. Рано или поздно они придут. Одного не понимаю. Он сказал, его отправили прятать припасы в какой-то глухомане. Нахрена? А кто их разберет? Они поехавшие все. Живут здесь годами, питаются гребаной радиацией. Müssen da rein. Es ist genau da, wo die vorstehen, ne? Вместо мозгов каша. Но мы ведь в хорошей этой, ну как ее, позиции для переговоров, так? У них наверняка еще что-то есть. Точно. Я, кстати, знаю парня, которому мы сможем все перепродать. А может, этим долбанутым обратно их добро продадим. Sind auch direkt zwei Stück, ne? Sechs Schuss haben wir, Alter. Haben wir keine Munition gemacht, ne? Was? Aber wir haben ja auch diese Waffen jetzt auch, ne? Die ganze Schermenü auf 5. Mal 10 Schuss. Kommt ihr hier hin? Soll ich ihn abknallen oder jetzt lautlos machen? Lautlos. Schön im Gebüsch, dann sieht sich da keiner. So, was hast du da für Sachen? Nimm ich alles mit. Kann man die auch so locken, aber es ist riskant, ne? Er steht nur da. Okay, warte, bleib mal stehen. Ah, noch ein dritter. Okay, warte. Gepanzert, ne? So kann ich denn nicht. Sieht mich nicht. Sieht mich nicht. Den kalt mache, dann hört er mich aber, ne? Der eine, oder? Da ist noch einer drin. Nein! Da ist noch einer da drin. Hier sind das insgesamt. Es geht nicht, lautlos geht nicht, was? Oh, die ist cool, die Waffe. Die ist cool, die Waffe. Warte. Was ist denn jetzt mit der Waffe? Die war doch eben gerade noch gut. Ja,
Nein, nicht den, nicht den. Alter, wo ist er denn? War doch gerade noch da. So, jetzt sind wir noch dahinter. Komm, das ist der letzte, oder? Was ist da denn hin? Da, der sucht mich. Die suchen mich. Die suchen mich. Okay, okay. Weiß nicht, wo ich bin. Schön looten. Okay, diese gepanzerten, die kannst du nicht so minieren, ne? Steht er da, okay. Bleibt er jetzt da auch stehen? War da nicht noch einer? Этот Козлов, похоже, важная шишка. Может встретиться с ним и спросить про Татьяну. Kann ich jetzt hier das Ding? Oder ist jetzt wieder woanders? Das ist direkt daneben, ne? Was? 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 Значит, это ты. И почему я был уверен, что ты как-то со всем этим связан? Пожалуйста, помоги мне. Мои люди рассчитывают на меня. Я должен вернуться с едой. Кажется, у нас уже был такой разговор. Я искал припасы, которые у нас украли, а потом меня схватили эти гады. То есть они украли еду? А потом устроили на тебя засаду? Что-то не сходится. И они мертвы. Ты в безопасности. Уверен? Alles irgendwie verdächtig. Wer weiß, wo die Vorräte sind, die Olga will. Ты погнался за ворами. И откуда ты знал, в какую сторону идти? В смысле? Я шел по следам. Я опытный следопытый охотник с детских лет. Серьезно? А Ольга сказала, что ты доктор? Что случилось с припасами? Думаю, они где-то неподалеку. Хорошо бы их забрать, я должен принести их обратно. Почему я все еще под замком? Выпусти меня! И давай возвращаться к Ольге. Я прослежу, чтобы тебя отблагодарили. Стрёмный какой-то. Не нравится он мне. Давай оставим его здесь. Если он такой опытный, сможет вернуться в село без нашей помощи. Ага, Сашка, да? Sollte da bleiben, wo ist, ne? Вся эта история с украденной едой не клеится. Посиди-ка ты пока. Давай посмотри на дрын, Фрончик. Ты что такое говоришь? Ты с ума сошел? Сначала мне нужно решить, что с тобой делать. Нет, нет, погоди! В любую минуту могут заявиться эти уроды! Или что похуже? So, jetzt kann man nichts mehr hier machen, ne? So, bleibst erstmal da drin. Essensration, 12 Uhr.
jetzt sind da doch welche gekommen, oder was? Schuss, Alter. Ah, da kamen welche, diese Viecher, ne? Scheiß Viecher, ey. Ist da noch was? So, wo ist das denn jetzt? Jetzt ist das wieder woanders. Stimme im Wald, jetzt muss ich wieder zurückgehen, ne? Zu Olga, Alter, ey. Okay, erstmal hier hoch, ne? Erstmal hoch, Leute. Brauche alles, immer noch. Ich habe immer noch von allen zu wenig. Das haben wir ja gesehen. Was war das denn für ein Schrank da hinten? Ja. Gut, dann jetzt wieder zurück, ne? Was ist das Grüne da hinten? War das im Gebäude? Oder ist das hier draußen? Schloss knacken, okay. Jens? Ah, Munition, sehr gut. Munition. Ist mal gut. Das nehme ich auch mit. Oh, jetzt fängt es wieder an hier zu stürmen. Ja, das nehme ich auch. Sehr gut. Nice, nice, nice. So, jetzt zurück zu Olga. Das ist noch was Fettes, ne? Im Zug drin, ne? Kann man dann doch da rein. Ah. Okay. So, eine Schrotflinte und Essensration. Naja. Dafür der Dietrich. Kann man nicht rein, okay. Ist noch überall Sachen. Aber hier gab es auch Soldaten, ne, oder? Das war die Aktion da hinten. Da gehe ich jetzt nicht hin. Dorf. Da war das Dorf von Olga. Was die Olga so sagt jetzt, ne? Я принёс ваши припасы. Потрясающе. А что насчет похитителей? Просто говнюки из Знары решили подзаработать на стороне. Больше они вас не потревожат. Вот и отлично. По этим гадам никто скорбеть не будет. Ты меня выручил, Игорь. Ты человек слова. Да, кстати, Костя так и не вернулся в лагерь. Если встретишь его, скажи поторопиться. Он нам нужен. Он нужен мне. Хрен его знает, на что ты рассчитываешь со своей правдой. Ну вперед, валяй! Не терпится взглянуть на ее реакцию. Ольга ist vernünftig, sie wird es verstehen. Lüge sie?
ihr herausfindet, dass ich damit zu tun habe, bin ich dran. Sie wird das verstehen. Ja, ich habe ihn vor einiger Zeit getroffen. Ich denke, er ist schon tot, aber ich kann es nicht sagen. Was bedeutet das? Говори, мать твою! Его посадили в тюрьму. За дело. Боюсь, тени добрались до него. Мне очень жаль. Боже мой, как ты мог? Его смерть на твоей совести. Проваливай отсюда. Какой же ты ублюдок! Убирайся. Если ты когда-нибудь еще мне попадешься, я лично перережу тебе глотку. Да, sie ist auch böse mit uns, aber fest abgeschlossen. Cool, Stimme im Wald. Jetzt habe ich 3 Punkte, ne? Genau, die machen wir fürs bessere Schleichen. Ah. Sehr, sehr cool. So. Was ist das da? Mal das mal gucken gehen, wenn wir schon mal hier sind. Ich muss dir ja die Wahrheit sagen, der Olga, ne? Weil, ne? Ein schwarzer Stalker? Was? Ich habe jetzt keine Munition mehr für sowas. Ah, 29 Schuss. Ist eigentlich hier weg. Sag mir. Blöder Stalker, da kommt immer, ne? Ich will einfach nie mal gucken, die Mission hier. Das ist doch eine Mission. Geh doch weg jetzt hier. Ja. Voll am Nerv, nicht? Hier ist voll Strahlung. Soll ich nicht dahin gehen? Ich dachte, wir waren Fragezeichen. Warte. Ah nein, was mache ich denn? Ja, du bist blöd. Alter, auch in Ruhe mal ein bisschen looten hier auch, ne? Aber gibt's auch nichts mehr. Geh weg. Also ich muss looten. Stalker. Der ist tot, da muss ich wieder alles neu machen. Ne, ich habe das jetzt geschafft. Warte, ich wollte noch mal ein bisschen paar Sachen mitnehmen. Wir brauchen alles. Wir brauchen alles. Da drin ist auch was ganz Grünes, ne? Da will ich auch gerne rein. So ist er jetzt weg, der Stalker? Ja, ne? Was ist das denn hier? So was Fettes Grünes. Metallplatten. Ich jetzt hier irgendwie da rein, ne? Ja, Radioaktivität. Da weiß ich. Okay. So, links von der Tür hier, ne? Das ist ein Gebäude ohne Tür. Ihr wart auch doof. Wie kommt man rein, ne? Aber jetzt lassen die uns nicht in Ruhe hier gucken. Da ist ein Loch oben. Oder? Aber wie kommt man da hoch? Weiß es nicht. Machen wir nächstes Mal. Wir gehen jetzt wieder zurück zur Base, ne? Genau, das machen wir. Erfolgreich, ja. Das ist immer gut. Fortschritt. Okay, so viel hat er jetzt nicht gebracht, ne? Die
Wollen alle so eine normale, sind ja alle happy. Okay. So, zack, zack. Ja. Dann machen wir das dann so, ne? Ja, also dann nochmal so was hier. Dann machen wir mal Feedback. Eigentlich eine Suppe. Die Suppe zerrt nicht so an der Psyche, ne? Dann kannst du noch sowas hier verwenden. Wir haben keine Rüstung. Was ist denn da los? Warum haben wir denn keine Rüstung? Haben wir nicht so eine gute da gehabt? Doch klar, ne? Wir haben einen, aber wir haben den nicht angezogen. Was ist das denn? Kann denn sowas passieren? Okay, warte. Wenn ich jetzt das so mache. Das gibt's doch gar nicht. So. Also Chemikalien, ne? Wow. Dafür kriegst du so ein paar Platten. Ich mir da. 2, 3. Und 6. Bist du erstmal geheilt, ne? Das rote da, keine Ahnung. Das muss gleich. Ne, die nimmt er da nicht an, ne? Okay. So, wie sieht das denn jetzt hier im Baumenü aus? Zack. Sind alle happy, ne? Erstmal. Okay. Da hatten wir alles gebaut, genau. Das war das. Das war auch alles gebaut, ey. Wir haben jetzt alle Maschinen gebaut, die wir so bauen können. Sein, warte mal, ich guck noch mal kurz. Richtig, das waren ja die ganzen Basisverbesserungen. Ach, da ja war die Luft. Ja, ja, okay. Hier. Da hatten wir alles durch. Außer den letzten, ne? 23 Chemikalien. Ne, der hier ist das. Dann auch mal bauen, damit wir die alle haben. Wie so ein Selbststrahlungskammer. Kannst du dich selbst zerstören. Wenn wir keinen Bock mehr haben, dann gehen wir hier hin. Oder was? Warte. Okay. Jetzt haben wir das alles durchgemacht, ne? Das haben wir auch alles gemacht. Alter, wir haben alles gebaut, was wir bauen können. Hammer. Was? Ich kann das nicht glauben. Das war doch alles so unübersichtlich. Außer die Möbel, okay, aber die sind ja... Okay. Wir haben quasi alles gebaut. Echt? Okay, Betten. So ein medizinisches Bett, ne? Das ist auch ganz gut. Könnte sich dann immer heilen. Das muss etwas so. Okay. Oder geht das da unter der Dings? Na, hier geht das nicht, ne? Da rein. Strahlungssicherheit -20, aber, ne?
Egal, will ich mal gebaut haben. Will ich mal gebaut haben. Und wo haben wir die jetzt gehabt hier? Ah, warte, ich hab's gleich. Waren die? Strahlungssicherheit. Ja. Aber die können wir jetzt nicht bauen, weil wir das Ding gebaut haben, ne? Ja, ja, ja. Fehlt immer was. Guck mal, 5,9 Kräuter. Wir brauchen 6. Das ist so eine reinste Veräppelung. Aber können wir demnächst mal bauen. Können die, denke ich, mal damit leben, ne? Können wir so ein kleineres bauen. Ne, wir können nur die 2. Das können wir nicht und das können wir auch nicht. Na gut. Na gut. Wir machen hier eine Pause. Danke und bis zur nächsten Folge. Tschö.